Hey Leute, mein Name ist Daniel, das ist mein Hund Tyler. Herzlich willkommen auf meinem neuen Kanal. Diesen Sommer stehen ein paar coole Sachen an. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Und jetzt geht's erstmal los mit meinem ersten Videoblog. Wir machen eine kleine Wander- und Klettertour durch die Lechtaler Alpen. Viel Spaß bei dem Video. Guten Morgen, Leute. Flo ist am Start, Jonas ist am Start, Taschenrucksäcke sind gepackt, das Auto ist beladen. Wir haben Folgendes geplant. Wir machen eine 3-Etappen-Tour in den Lechtaler Alpen. Am ersten Tag werden wir ein paar Klettersteige begehen. Und am zweiten Tag machen wir die ersten beiden Etappen. Es geht einmal über die Hanauer Hütte bis zur Steinseehütte, wo wir auch übernachten werden. Und am dritten Tag werden wir dann über den Steinsee wieder ganz entspannt absteigen. Bevor die Tour allerdings losgeht, werden wir heute noch einen Freund im Zillertal besuchen. Und vielleicht noch mal einen kurzen Stopp am Aachensee einlegen. And a little bit of chicken fried. Cold beer on Friday night. Nach 5 Stunden Autofahrt endlich am Aachensee angekommen. So, wir sind endlich im Zillertal angekommen. Das ist unsere Unterkunft für die Nacht. Und das Beste an der ganzen Sache ist die Aussicht. Ja, wir sind ungefähr zweimal im Jahr hier auf der Hütte. Meistens einmal im Sommer und im Winter. Und ich zeige euch mal ganz kurz, wie es drinnen aussieht. Guten Morgen, Tag 2 im Zillertal. Wir trinken hier erstmal ein schönes Käffchen auf der Terrasse. Hatten gestern einen guten Abend gehabt. Meine Stimme ist immer noch ein bisschen weg. Das Wetter heute Morgen ist nicht ganz so gut. Es regnet die ganze Zeit. Das soll auch den ganzen Tag so bleiben. Wir werden gleich unsere Sachen packen und nach Lech fahren, wo wir eigentlich geplant hatten, den Klettersteig zu machen. Das Problem ist, da sieht die Wettervorhersage für den restlichen Tag auch nicht so gut aus. Ja, und da müssen wir halt dann schauen. Am Klettersteig ist natürlich, wenn die Seile und der Fels nass ist, ist es wesentlich komplizierter und birgt natürlich auch viel mehr Gefahren. Wir sind jetzt im Boden angekommen, am Wanderparkplatz. Das Wetter hat sich ein bisschen beruhigt und wir haben uns dazu entschlossen, jetzt doch mal den Klettersteig zu probieren. Und ja, schauen wir mal, wo das hinführt. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt,
Aber da hinten auf diesem kleinen Vorsprung, Gipfelvorsprung, ist die Hanauer Hütte. Das ist das Ziel für heute. Ganz hinten sind wir gekommen, sind jetzt hier beim Hanauer Klettersteig. Es nieselt immer noch ein bisschen, aber wir geben unser Bestes, um gut durchzukommen. Ja, geht auf jeden Fall schon steil bergauf, ey. Leute, versuche ich mal ein Bild zu schaffen. Also wir klettern hier den Einsteiger-Klettersteig. Oh, Junge, Junge, Junge. Aber ich habe hier die Rastschlinge drin, also alles gut. Die Felswand ist nass wie Sau. Deswegen ist das auch trotzdem gar nicht so ungefährlich. Wir sind alle keine Profi-Kletterer oder sonst irgendwas. Es ist hier größtenteils eine B-Klasse, ab und zu mal eine C-Passage. Das Problem ist allerdings, es sind 5 Grad. Es nieselt, die Felswand ist nass wie Sau und ich spüre meine Finger kaum noch, weil es langsam echt kalt wird. Ich habe hier heute noch nicht einen anderen Wanderer gesehen oder Kletterer. Aber ja, wir haben halt nur diese paar Tage für uns, deswegen ziehen wir durch. Einfach nicht runtergucken, Leute. Einfach nicht runtergucken. Angekommen. Geil. Einfach nur geil. Und es ist jedes Mal wieder eine neue Herausforderung. Besonders natürlich, wenn man noch in den Alpen unterwegs ist, wo das Panorama einfach so unfassbar schön ist und man natürlich auch eine gewisse Höhe hat, ne? Das da vorne, das ist die Felswand, an der wir vorhin entlang geklettert sind. Die erste Etappe haben wir hinter uns gebracht. Ursprünglich war ja geplant, dass wir oben auf der Hanauer Hütte übernachten. Die ist allerdings noch zu, weil wir noch außerhalb der Saison sind. Deswegen mussten wir wieder absteigen und sind jetzt mit dem Auto nach Lech gefahren, haben uns hier ein Apartment genommen. Jetzt ist der Plan für morgen, dass wir erst wieder auf die Hanauer Hütte aufsteigen, was ja die erste Etappe wäre, und von dort aus dann auf die Steinseehütte laufen. Ja, wir haben jetzt geduscht, sind platt wie Sau und das Einzige, was jetzt nur noch ansteht, ist Essen.